Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin unterwegs mit Pi zu dem J zu dem Adventure. Fritz ist am Start, der klettert da hinten schon irgendwo rum und Bommel ist am Start. Und wir sind zusammen auf Lost Place Tour und schauen uns heute ein verlassenes Kaufhaus, Möbelhaus, irgendwie sowas an. Auf jeden Fall riesig, sieht man auf jeden Fall schon auf den Luftaufnahmen. Vorne der Haupteingang, alle Scheiben schon eingeworfen, Graffiti und hier ein riesiger Parkplatz am Start. Alles schon richtig eingewachsen, die ganzen Parkflächen. 77% reduziert. Alles muss raus. Totaler Räumungsverkauf. Laut Infos soll das Ganze übrigens seit ungefähr 2006 leer stehen. Ich weiß noch gar nicht so recht, wohin mit wem. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Du warst jetzt auch zwischenzeitlich in Schwangerschaftsurlaub. Ich war 4 Monate in Schwangerschaftsurlaub. Ja. Also, du hast eine Bache bekommen. Ich habe zweierlei Bachen bekommen. 2 Saunen und das ist so viel Arbeit. Wie heißen sie? Simone und Rasmund. Der rolpernde Rasmund aus Recklinghausen an der Römitz. Ist ein schöner Name. Ja, und der ist ein ganz, ganz toller, sehr haarig. Hm. Ein haariger Kerl. Aber der hat eine tolle Eigenschaft. Der will mal Mathelehrer werden. Ey, kaum sind wir unterwegs, geht das Video wieder so los, ne? Ja, ich bin aber auch gerade da oben von dieser Treppe gestürzt, kopfüber. Deswegen bin ich ein bisschen dattrig gerade, aber es ist nichts weiter geschehen. Nee, aber du warst schon mal hier. Genau, ich war schon mal vor 1,5 Jahren hier und ich kann auf jeden Fall jetzt schon sagen, es hat sich extrem viel verändert, obwohl es damals schon ranzig war. Mhm. Also hier vorne zum Beispiel, die Scheiben, die waren alle noch zu, da stand überall dieser Verkauf. Okay. Ist jetzt alles zerrissen. Herzlich willkommen. Zugemauert. Da wird bestimmt mal so eine Drehtür, so eine große. Man kann so ein bisschen reingucken, aber so viel sieht man nicht. Ist halt alles zugeplattet. Und das hier ist jetzt noch das Gartenhaus, sagst du, oder wie? Nee, nee, das kommt noch. Ach so. Das ist nochmal dahinter, das ist so riesig hier. Also mit Gartencenter. Mit riesigem Gartencenter. Ah, das ist ja auch noch irgendwie so eine separate Halle hier. Ich vermute, das hier ist Lagerraum von innen. Ah, okay, ja. Oder Verkaufsfläche, weil ich glaube, hier war auch noch ein Matratzenhaus mit drin. Naja, hier sind ja auch die LKW-Laden und sowas. Ich würde sagen, hier war eine Polsterabteilung, oder? Auf der anderen Seite steht dran Polster, Punkt, Punkt, Punkt. Alter, da unten liegt noch ein halbes Sofa drin. Autotürverkleidung, eine ganze Autotür. Fernseher. Ja, sieht so aus, als hätte da mal jemand seinen ganzen Müll drin abgeladen. Die Frage ist aber, ist das nicht vielleicht ein Vulkan, der gerade speit? Alter, das ist ein speitender Vulkan. Oder? Ja doch, das ist ein Vulkan in der Wüste. Das kann wirklich sein. Ja. Links und rechts sind Kakteen. Guckt euch das mal bitte an hier. Ja, hier wachsen halt wirklich schon wieder Bäume drin. Komplett bis an die Decke. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier vielleicht sogar schon die Gartenabteilung war. Auf jeden Fall Glasdach. Ja. Und das Ganze, Paul hat es schon gesagt, sieht so ein bisschen echt aus wie so eine Mall. Ne? Mit den Türen hier rechts, als wären hier noch irgendwie Geschäfte gewesen oder sowas. Da steht doch noch was. Okay, und hier geht es auch überall zu den Seiten noch weiter tatsächlich. Ist natürlich alles leer, aber irgendwie hat's was, ne? Vor allem so eine verlassene Möbelwelt hatten wir auf jeden Fall auch noch nie auf dem Kanal. Kleinmöbel, Garderoben und Spiegel. Aber hier ist irgendwie zugemacht. Gucken, ob man das vielleicht irgendwie von der Seite hier noch reinkommt. Aber hier sind noch riesige, etliche Hallen. Ey, das ist ja wie so ein Labyrinth. Ich weiß gar nicht, ob es hier weitergeht. Da hinten ist so eine verbarrikadierte Tür. Hier wurde auf jeden Fall richtig mit einem Holzpfeiler zugemacht. Okay, und Bommel hatte tatsächlich sogar recht. Polsterwelten. Also das war hier ein kompletter Abteil dann noch für Matratzenverkauf und sowas. Also hier ist echt alles drin gewesen. Naja, ist aber auf jeden Fall echt recht ranzig hier und leergeräumt. Alles beschmiert, kaputtgeschlagen. Ist nicht mehr so viel über. Ja, das waren ja alles halt irgendwelche Ausstellungen, ne? Hier in der Mitte geht ein Weg komplett durch die Halle durch. Und hier an den Seiten standen dann vermutlich irgendwelche Möbel, Sofas, Tische und so. Kennt man ja. Aber krass, also verlassen habe ich sowas halt auch noch nie gesehen. Wolltest du noch springen? Ich würde gleich mit dem wie heißen die Dinger? Mit dem Auerbach. Wie heißt das, wenn man so ein Anzug? Kerze. Wie heißt Neoprenanzug. Dieser Flieganzug. Wingsuit. So, ja, ich gehe mit dem Wingsuit runter, aber ohne Fallschirm. Ich werde einfach unten aufklatschen. Es ist schon hoch, ne? Oh Felix, stell dich mal da. Ich weiß nicht. Du dich mit beiden Füßen auf die Holzkante. Nein, bist du des Wahnsinns. Guck mal, wie klein Fritz und Bommel da unten sind. Alter, also es sind in Anführungsstrichen nur 10 Meter, würde ich mal schätzen. Felix, hör doch auf. Aber es ist gewaltig. Von hier oben sieht es hoch aus. Mal dir mal den Moment aus, wenn du fällst und du merkst, scheiße, ich wollte es gar nicht. Nee, lieber nicht. Ich bin aus Versehen gestolpert. Aber was man sagen muss, diese Eingangshalle sieht ultra geil aus. Sieht sie auch. Ja. Also das ist das Highlight hier auf jeden Fall. Ist es auch. Leute, hier oben ist noch eine riesige Möbelabteilung. Das sind 3 Etagen insgesamt. Wir sind jetzt ganz oben. Ja, stand wahrscheinlich mal alles voll mit Möbeln. Aufzug auch noch da und Rolltreppen. Kennst du schon den Weg zur Freiheit? Den Weg zur Freiheit? Als nicht im Ernst. Da steht's. Der Weg zur Freiheit. Boah, Felix, hör auf. Wir gehen gerade den Weg der Freiheit, ne? Vor allem wir beide mit unserer Höhenangst. Ja. Interessant ist irgendwie, dass du trotzdem, dass hier so ewig lange leer steht und nichts mehr drin ist, irgendwie noch so diesen Möbelgeruch in der Nase hast, ne? Oder ich weiß nicht, ob das vom Teppichboden kommt oder so. Aber irgendwie so, ja, dieser typische Geruch, wenn man einfach so ein Möbelhaus betritt. So, dann haben wir nochmal hier den Ausblick einmal quasi von dem Eingangsbereich, wo wir ganz am Anfang vorstanden. Hier mit der großen Schiebetür. Zack. Aufzug. Guck mal, die waren sogar richtig verspiegelt. Ey, wie geil das mal ausgesehen haben muss, ne? Wo das hier noch alles intakt war. So, wir sind wieder draußen. Da hinten seht ihr die Autos stehen. Für uns geht es nämlich noch weiter. Und zwar auf einen kleinen Overnighter. Die nächsten Tage noch ein bisschen unterwegs. Werden wahrscheinlich auch in Lost Place pennen. Mal gucken, ob wir was Spannendes finden. Aber jetzt geht's erstmal weiter. Und zwischendurch nochmal ein kleiner Snack zur Stärkung. In der Ferne taucht hier mitten in der Dunkelheit jetzt im Wald so ein altes Tor auf mit Schildern am Baum. Befahren verboten, betreten auf eigene Gefahr. Auf jeden Fall ist hier so ein altes militärisches Tor, Leute. Stacheldraht oben, das Tor steht komplett offen. Ich würde sagen, wir folgen dem Weg mal weiter. Wir haben die Info, Bunker soll sich hier befinden. Scheint aber so, als wäre es irgendwie vielleicht so eine Art kleines Kasernengelände hier oder Stützpunkt. Ja, wir haben natürlich jetzt nur so ungefähre Koordinaten, ne? Und die Schwierigkeit bei einem Bunker, ja, wie unschwer zu erkennen ist, er ist nicht gerade unbedingt einfach zu finden. Vielleicht irgendwelche Lüftungsrohre, die noch rausgucken oder so. Luken im Boden, aber gerade bei Dunkelheit, naja, ist das doch eher schwierig. Alter, habe ich mich erschrocken. Leute, mal eine Sekunde nicht die Kamera angehabt. Ich bin ein Stück vorgelaufen. Ich laufe jetzt mal eben zurück zu den anderen. Ey, ich habe gerade fast einen Herzinfarkt gekriegt. Ich habe was. Eingang? Ja, ich weiß, was reingeht. Ehrlich? Ja. Ich habe mir gerade fast in die Hose gekackt. Warum? Laufe ich da lang? Sind die anderen? Leuchte nach rechts. Sitzt da jemand im Bosch? Nein. Ich habe fast einen Herzinfarkt gekriegt. Laber nicht. Das sind die von den Autos vorne. Die haben den Bunkereingang. Komplett weird, ey. Mitten in der Nacht hier im Wald, ey. Aber wirklich, Alter, mitten in der Nacht im Wald läuft Felix hier lang. Gefühlt wollte er nur pinkeln und dann sitzt da einfach jemand im Busch. Können wir ihm helfen? Kein Baum. Hast du die überhaupt gesehen? Ja, ja, ich habe da zufällig genau hingeleuchtet. Ach so, na gut, deswegen. Ja. Da ein Eingang? Ja. Hey Leute! Der Club gerade nicht mehr hier ist, die Polizei. Einmal bitte rauskommen. Kommen Sie einmal bitte raus. Wir hätten jetzt beinahe den Hund losgelassen, ne? Kommen Sie jetzt bitte raus. So, Vorsicht beim Hochkommen bitte, nach und nach. Und einmal die Hände. Die Hände zuerst. Ja, tut mir leid, so. Vorhalt jetzt einfach mal. Grüße. Wir haben jetzt also hier tatsächlich einen Bunkereingang gefunden, Leute. Es soll wohl mehrere geben. Die sind aber zugeschüttet. Der hier ist auf. Wie auch immer, irgendjemand den mal aufgemacht hat, weil hier so eine 40 cm dicke, fette Betonblombe drauf sitzt. Aber die ist zur Seite geschoben. Das passt doch nicht. Nee, das ist knapp. Wird's eng? Das wird nichts. Ehrlich jetzt? Ja. Nein. Ich erinnere an das letzte Bunkerloch. Alter. Ich überlege gerade, ob ich vorwärts. Ja, sonst mach's vorwärts. Probier doch mal was Neues. Normalerweise kommt der Kopf ja auch zuerst raus. Ja. Aber ich glaube, ich muss einen Ticken zurückgehen. Ja. Und jetzt schön einschädeln. Oh, fressen, Bommel! Fressen! Na, ich hätte immer gerne ein bisschen... Also ich komme rein. Ich glaub's dir. Ich glaube, wenn safe? Ich... Ja. Das Problem ist, ich möchte aber sicher rauskommen. Ja. Ja. Kann ich verstehen. Okay. Eieiei. Einmal. Eieiei. Keine Spinnen in Sicht bis jetzt. Das ist schon mal gut. Ja. Sicher? Ja. Gut. Oh, mein Stativ. Tschüss. Scheiße. Tschüss. Eieiei. Schön langsam. Wir haben Zeit. Ey, was hier wieder los ist, mitten in der Nacht, mitten im Wald, das kannst du keinem erzählen. Okay, es geht hier direkt ins Loch. Das sieht aus wie so ein, das war ein Notausstieg, Leute. So, einmal Kopflampe auf und ab geht's, würde ich sagen. Okay, hier geht es also vorbei an Pumpe und Reservewasserbehältern. Hydrofor 800 Liter. Also das war die komplette Wasserversorgung hier wahrscheinlich, wo wir jetzt hier reinkommen. Warmwasseraufbereiter. Also wahrscheinlich gar nicht mal so klein der Bunker hier. Okay. Du hast quasi hier zwei Hauptgänge, okay. Das Hauptgang B und hier drüben das A. Ah, okay. Und dann gehen die immer nach hinten, manche sind hinten verwinkelt und da vorne am Ende von A ist der Haupteingang, Ausgang mit Schleusen und allem möglichen Kram. Aber ich frage mich, was das hier alles für Gänge sind. Das sind einfach nur gerade Gänge. Ne, da hinten steht irgendwie ein Kessel. Was war das denn hier mal? Hauptschleuse, okay. Hauptschleuse 3. Das heißt, es war, aber Hauptschleuse 3. Das heißt, es muss ja mindestens 3 Hauptschleusen gegeben haben. Tambour, was auch immer das ist. Alter. Ja. Ganz schön groß doch. Ah, okay, okay. Hier ist auch komplett mit Steinen zugeschüttet. Ja. Das heißt, hier war vermutlich auch mal ein Eingang. Ey, es ist verwinkelt. Das sieht aus wie eine kleine Werkstatt hier, ne? Boah, es riecht richtig nach Gummi. Schaltraum. Hm. Hier liegt ein Geocache, Leute. Oder? Geocache versteckt. Bitte lesen. Herzlichen Glückwunsch, du hast es gefunden. Beabsichtigt oder nicht. Aber hier ist eine Treppe. Hier ist eine Treppe. Ach, guck mal. Da oben ist eine große Platte drauf. Das war hier einer der Haupteingänge. Ja. Das heißt, hier ging es dann rein. Im Notfall. Vorschleuse. Hier die erste luftdichte Tür, versiegelbare Tür. Tambour, weiß ich nicht, was das heißt. Und dann hier halt durch die zweite Hauptschleuse. Und hier durch die dritte Hauptschleuse. Und dann, danach warst du dann im Bunker quasi eingeschleust. Der Bommel ist doch da, oder? Ist Bommel nicht mit rein? Nee, der hat nicht reingepasst. Alter! Kriegst du die Tür noch komplett zu? Jetzt ist sie zu. Das bollert durch den ganzen Bunker. Das Halt hier ist so krass. Warte mal. Wieso kannst du das so gut? What? Du warst im vorigen Leben Sirene. Ja, ich war mal eine Sirene auf dem Dach. Hier ist auch wieder Schluss, ne? Ich wusste nicht, dass du hier bist wieder. Hey! Was meinst du? Hier ist auch wieder Schluss? Ich glaube schon, ja. Ist das so drüben genauso auf der anderen Seite? Ja, das ist komplett spiegelgleich noch aufgebaut. Ja, und auch so zugeschüttet, ne? Mhm. Da ist auch zugeschüttet und du hast diese Schleusen. Boah. Ey, ey, ey. So, wir haben die Nacht hier auf so einem kleinen Waldparkplatz verbracht. Dachzelt steht noch, wird jetzt abgebaut. Paul ist schon dabei, hinten Fritz und Bommel. Ja, und wie man unschwer erkennen kann, es hat einfach wieder geschneit. Also so langsam ist auch gut. Naja, jetzt wird abgebaut. Servus, grüß dich. Servus, mein Lieber. Und dann geht's weiter. stehen hier auf jeden Fall direkt schon in so einer ehemaligen Lagerhalle. Riesiges Ding, da kann man vielleicht schon die Dimension von dem Rest hier erahnen. Alles schon recht runtergekommen und besprüht. Und ich denke, der ein oder andere wird den Spot hier bestimmt kennen, denn das ist ein recht bekannter Lost Place. Vor allem auch aufgrund seiner Graffitis, die wir später noch so zu Gesicht bekommen werden. Ich war zwar selber noch nicht hier, aber habe einige Bilder davon gesehen, deswegen weiß ich das. Direkt so ein fettes Graffiti hier an der Halle. Ich glaube nämlich, hier war mal so eine Messe. Also so eine Graffiti-Künstler, Urban Veranstaltung, irgendwas. Das Bild kann ich tatsächlich. Und daher kommen die ganzen, ja, wirklich geilen Graffitis hier zum Teil. Ja, man sieht es auf dem Gelände halt wieder richtig schön, wie hier alles zugewachsen ist. Diese alten Platten auf dem Boden, wo die Pflanzen durchbrechen. Alles schon richtig abgerockt. Da ist noch ein alter Schornstein. Was auch immer das mal hier für eine Halle gewesen ist. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall überall Löcher am Boden. Also hier muss man echt aufpassen, wo man hinläuft. Alter, das ist halt so krass abgerockt. Überall kommt die Decke runter. Da wachsen schon Bäume raus aus den Steinen. Das ist schon heftig. Hier ist noch so ein altes, eingewachsenes Regal. Guck mal, das ist auch schon komplett zur Seite gekippt. Was ist das hier nochmal? So Werkstattaufsicht mäßig, würde ich mal schätzen. Ja, da sind sogar noch Knöpfe. Ja, hier ist so ein altes Schaltpult. Da kennt man leider auch gar nichts mehr drauf. Hier da sind ein paar Hebel zum Drehen. Es ist halt alles so vergammelt. Ja, das wird wohl hier eine von vielen Produktionshallen gewesen sein. Da, wo die ganzen Löcher sind, standen bestimmt mal irgendwelche Maschinen drauf. Überall große Abzugsrohre in den Decken. Wie gesagt, eine alte Gießerei. 1900 erbaut, was ich gelesen habe. Dann bis kurz vor dem Zweiten Weltkrieg genutzt. Danach von den Russen genutzt. Und dann zu DDR-Zeiten wurden hier Fahrzeugteile für DDR-Fahrzeuge hergestellt. Und zu dem Zeitpunkt wurde das Ganze nochmal vergrößert und modernisiert. Und dann gab es hier sogar auf dem Gelände, mal schauen, ob wir davon noch irgendwas finden, einen Kindergarten und Einkaufsmöglichkeiten und so weiter und so fort. Ja, für die Leute, die eben hier angestellt waren. Oh, da liegt ein E-Roller drin. Leute, hier ist wieder ein ziemlich krasses Graffiti. Also wie gesagt, dafür ist der Ort unter anderem echt bekannt. Und das Ganze ist, soweit ich weiß, öfter mal hier so eine legale Veranstaltung gewesen. Ja, dass hier wie so ein Urban Art Festival war, wo irgendwie Graffitis gezeichnet wurden und sowas. Alter! Schon wieder so eine komplett riesige Halle hier. Da hängen noch ein paar alte Lampen. Da drehen sich noch Ventilatoren oben sogar drin. Alter, die Dimensionen von der Halle sind auf jeden Fall krass. Da hinten in der Ecke ist Bommel. Den sieht man kaum. Sicherheitstechnische Forderung für Starkstromanlagen. Ist leider kein Datum mehr drauf zu sehen. So, wir stehen jetzt mal direkt auf diesem Ding hier. Da war mal irgendwas noch drauf montiert. Aber was war das? Könnte auch so eine Art Trichter gewesen sein, oder? Weil der ist unten offen. Ich weiß es nicht. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Ja, Leute. wirklich viel ist hier bis auf leere Hallen und ein paar Graffitis halt nicht mehr zu sehen. Mal gucken, wie ich das videotechnisch irgendwie zusammenschneide. Wir sind jetzt ein paar Tage auf Tour gewesen. Ob ich vielleicht einfach ein paar kleinere Sachen, so wie das jetzt zum Beispiel, irgendwie zu einem Video zusammenschneide. Weil es ist ja schon trotzdem ganz sehenswert und ganz spannend, das alles hier zu erkunden, aber reicht eben nicht für ein ganzes Video, ne? Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von der Idee haltet, solche Locations hier, wo man vielleicht meint, es reicht nicht für ein Video oder so, einfach zusammenzupacken zu einem etwas längeren Video. Das hat man nämlich öfter mal zwischendurch, dass man sich irgendwie was anguckt und denkt, okay, ist eigentlich ganz cool, aber irgendwie reicht es nicht für ein Video. Schreibt eure Meinung dazu gerne mal in die Kommentare. Ja, das ist dann halt so die Realität. Nicht jeder Ort, den wir uns immer angucken, der ist irgendwie noch in super Zustand. Oder ja, nicht jeder ist auch immer so interessant. Aber so ist es nun mal. Mal hat man solche Orte hier, wo es halt nicht mehr so viel zu sehen gibt. Mal hat man Orte, ja, wo noch quasi alles eingerichtet ist. Und das sind halt oft so Sachen, die man sonst vorenthält und nicht hochladen würde. Aber eigentlich geht es ja genau darum beim Hobby Urban Exploring, ne? Einfach halt erforschen. Und das machen wir hier ja auch. So, und ich denke mal, das Graffiti hier, das wird so ziemlich, ja, jeder kennen. Ich hoffe, man sieht das durch die Lichtverhältnisse jetzt so ein bisschen. Die Sonne blendet nämlich echt krass. Aber von hier sieht das halt so aus, als würde die Hand den Schornstein dahinter halten. So Leute, in dem Sinne war es auch mit dem Video, mit der Tour. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wird, denke ich, vom Aufbau mal ein bisschen anders werden. Das war einfach das völlige Chaos zum Teil, ja. Also wir hatten location-technisch auch nicht so das allergrößte Glück, waren trotzdem ein paar coole Sachen dabei. Ich muss mal echt gucken, wie ich das Ganze zusammenschneiden werde. Dann ist mir zwischendurch ja noch das Mikrofon von meiner Hauptkamera kaputt gegangen. Deswegen ist es alles so ein bisschen wild durcheinander gefilmt. Aber so kann es auch mal gehen. Man hat nicht immer Glück. Und das sind sonst so Sachen, die nicht unbedingt immer mit ins Video kommen, aber die uns halt auf dieser Tour jetzt gerade extrem begleitet haben. Deswegen werde ich das einfach mal irgendwie alles zusammenschneiden. Ich hoffe, ich kriege da irgendwie so ein bisschen Struktur rein und ich hoffe, das Video gefällt euch trotzdem. War auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Tour. Hat richtig Spaß gemacht. Alle anderen Kanäle natürlich in der Videobeschreibung und in dem Sinne sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein.